Hallo und herzlich willkommen zu meinem zweiten Tutorial, beziehungsweise zum zweiten Video in der Playlist Tutorials. Also, was ich euch heute zeigen will, ich verschlucke manchmal Wörter, hat vielleicht schon der eine oder andere bemerkt, ist, wie man die Minecraft.jar-Datei findet, die wohl in allen Tutorials als schwer findbar bezeichnet wird. Und deswegen dachte ich mir, mache ich doch mal ein Tutorial, man kann niemals davon genug haben. Ja, so, wir fangen an. Es gibt zwei Wege, die ich euch vorstellen möchte. Der erste ist ein bisschen schneller, muss dafür immer wieder neu gemacht werden. Der zweite ist einmalig und dauert deswegen ein bisschen länger. Beim wiederholten Mal ist das dann leichter. So, also, Weg 1. Wir gehen hier auf Ausführen. Ausführen. Dann finden wir hier dieses Tool Ausführen. Da geben wir dann das ein, was da schon steht. Prozent, App Data Prozent. Drücken auf OK und er zeigt uns diesen Ordner. In diesen Ordner, da geht ihr auf Minecraft, da auf Bin und hier ist die Minecraft.jar, die bei mir nicht Minecraft.jar heißt, sondern eine die Minecraft heißt und das Format Jar ist. Tja, so, die kann man dann öffnen mit. Für die meisten Mods ist das sowieso, steht in der Anleitung, mit WinRAR oder 7-Zip. Da sind die ganzen Sachen drin. Da fügt man dann einfach die Mods ein. So, Weg 2. Wir machen es etwas schwieriger. Wir gehen auf, ich habe das übrigens nicht geprobt. Was mache ich hier? Wir gehen auf Systemsteuerung. Da suchen wir etwas, was ich eigentlich nie finde, aber jetzt gerade zufällig gefunden habe, auf Ordneroptionen. So. Und da... da... finden wir... Was finden wir denn da? Da gehen wir unter... Ich weiß es natürlich wie immer nicht. Weil ich blöd bin, aber ich weiß so rein theoretisch... Ach ja, hier genau, bei Ansicht. Gehen wir auf... Hier findet sich irgendwo der Punkt. Versteckte Dateien und Ordner. Und da gibt es Nicht-Anzeigen. Das ist Standard. So ist es bei euch höchstwahrscheinlich. Und dann müssen wir es aber hier draufsetzen. Weil dann wird die wird der Ordner App-Data angezeigt. Und der ist nämlich sonst versteckt. So. Dann können wir einfach auf euer Benutzer gehen. Meiner Starseed. Und hier ist App-Data. Der ist ein bisschen transparent gemacht, weil er eben versteckt ist. Da gibt es Local Roaming und Local Low. Da gehe mal auf Roaming und da ist dieser Punkt Minecraft Ordner. So. Und zu diesem Punkt Minecraft Ordner oder auch zu Minecraft Jar kann man selbst entscheiden. Mache ich persönlich immer ganz gerne. Auf meinem Desktop habe ich hier auch schon gemacht. Mache ich jetzt aber nochmal. Eine Verknüpfung. Verknüpfung, geben wir den Dateipfad an. Da machen wir wieder genau das gleiche. Wir gehen auf Computer, C, Benutzer. Wir gehen hier wieder auf Xaki. Das ist mein Benutzer. Der ist hier nur anders vermerkt, weil ursprünglich Xaki heißt, jetzt aber das It heißt. Tja, ist ein bisschen. Ne, der heißt nur Zaki, egal. Da gehen wir auf diesen App-Data-Ordner. Roaming.minecraft. Den nehmen wir einfach, okay. Dann haben wir da eine Verknüpfung, die können wir auch noch benennen. Ich nenne die jetzt einfach mal Verknüpfung X. Dann haben wir diese Verknüpfung X und wenn wir draufklicken, öffnet sich dieser Ordner, dieser Minecraft-Ordner. Und hier in der Bin ist wie immer Minecraft.jar. Ja, danke fürs Zuschauen. Ich mache an dieser Stelle noch etwas Schleichwerbung. Schleichwerbung. Viel Spaß beim weiteren Nichtstun. Moment, er muss erst laden. Tschüss.